Hallöle. Mann, ich weiß immer nie, was ich sagen soll, wenn ich hier mein Mikrofon anmache. Aber Heiner? Happy Easter oder so? Sagt man frohe Ostern, ja, ne? Aber eigentlich glaube ich erst morgen. Lex ist da und die Teichbürste ist auch da. Hallöchen. Interessanter Name, by the way. Oh boy. It is happening. Ich dachte mir heute so, boah, hätte ich eigentlich Bock auf Monhan, aber die Hand so nein. Aber Captain Toad sollten wir managen können. Das braucht ja vor allen Dingen Big Brain Energy. Und ich habe ein bisschen Bock. Deswegen, warum eigentlich nicht entspannt ein bisschen mit Captain Toad rumlaufen? Und wenn alles furchtbar ist, können wir immer noch Monster kloppen, vielleicht versuchen. Mal gucken. Wir haben all die Möglichkeiten. Ach, schön. Es hat auch richtig schönes Wetter draußen. Ideal also, um hier drin zu sitzen und zu zocken. Man kennt. Ach ja, der Captain Toad. Der geht auch direkt los, deswegen sitzen wir hier gerade ohne Musik. Das tut mir sehr leid. Aber dem können wir gleich Abhilfe schaffen, weil der Captain Toad geht direkt los. Ich dachte, der hat vielleicht so ein Menü oder so. Nö. Mm-mm. Keine Chance. Aber eine Minute müssen wir noch warten. Ich habe gesagt, um 14 Uhr geht's los. Also starten wir auch um 14 Uhr. Irgendwas wollte ich auch noch nachgucken. Aber ich hab's natürlich vergessen. Man kennt. Feiert ihr Ostern? Erzählt doch mal. Mama, der Captain ist wieder da. Stimmt, das geht auch. Lex denkt schon mal mit. Mal gucken, ob es einen zweiten Stream geben wird. Vielleicht ist das auch ganz furchtbar. Kann ja sein. Ich glaube nicht. Aber ich erinnere mich, dass ich mal in Streams reingeguckt habe, wo Menschen sehr geraged haben. Damals auf der Wii U, glaube ich, noch. Also, mal gucken, wie es bei uns so läuft. Aber ich glaube, die ersten Level werden noch sehr zahm sein und sehr nett zu uns. Ich glaube, das kriegen wir hin. Finden wir es einfach raus. Starten wir mit Captain Toad. Treasure Tracker. In der Switch-Version muss man ja dazu sagen. Denn es gibt ja tatsächlich Unterschiede zwischen der Wii U, der 3DS und der Switch-Version. Man soll es nicht glauben. Aber es ist so und da ist er auch schon. Schwupp, schon sind wir drin. Das war ja einfach. Ich glaube, Captain Toad ist aber ein sehr leises Spiel. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Warte mal. So. Ich glaube, es gab wieder ein Windows-Update, das meine Soundeinstellungen zerbasht hat, weil das ist alles, was ich geben kann an Stoff hier. Oh boy. Wir können eine Kamera drehen. Ein wenig sehr laut, echt? Okay. Ist das besser? Ich meine, wegblasen soll euch der kleine Captain ja nicht. Oh, aber Gyro könnt schwierig werden. Schauen wir mal. Laufen kann ich auch. Insane. So süß. Ist schon nochmal ein Step up zu den Bonusleveln. Zu Beginn war es angenehm, aber es schlägt bei mir quasi gar nicht aus. Im Ernst? Ich bin doppelt so laut, wenn ich das wieder so leise mache. Ist das echt so krass? Lügt mich OBS derart an? Weil so, wie ich es jetzt habe, ist es immer noch 10 Dezibel leiser als ich. Eigentlich. This is wild. Toadette ist auch da auf jeden Fall. Sieh dich mit R um. Okay. Guck mal, es sind Toad-Ruinen oder Pilz-Ruinen. Es ist so merkwürdig im Moment mit den
mit den Lautstärke-Sachen. Hey, Sky! Jetzt wollte ich dich schon mit Cat begrüßen. In Cat Jam. Na? Was ist los, Toadette? Was ist los? Sie wittert, Schätze. Ach, sie sind so süß. Mama! Die sind so cute. But then. Eskalation ist real. Da hat er einfach Toadette gemobst. Ja, schade. Schade. Oh mein Gott, man kann es zu zweit spielen. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Huch. Es gibt jetzt einen VR-Modus. Holy shit. Es wurde ein VR-Modus hinzugefügt, in dem du mit der Toy-Con VR-Brille spielen kannst. Die ich leider nicht besitze, also wird das wohl nicht passieren. Alle Level können zu zweit gespielt werden. Oha. Eine neue Episode kann im Nintendo eShop erworben werden. Man muss die Bonus-Level erst kaufen. Das ist ja frech. Solltest du sie erwerben, beende nach dem Herunterladen Captain Toad und starte das Spiel neu. Ich wusste gar nicht, dass das Paid-DLC ist. Das ist ja wild. Okay, aber erstmal würde ich sagen, spielen wir das normale Spiel und dann gucken wir mal, wie nice wir es fanden. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, die sind einfach so dabei. Interesting. Ne, irgendwie Captain Toad habe ich tatsächlich auf der Wii U und auf dem 3DS verfolgt, aber mir nie gekauft, weil ich so dachte, Aber jetzt hat's mir... Jetzt hat's mir so Spaß gemacht. Die 3D-World-Level, dass ich dachte, ja komm. Ich guck mal ein Tutorial. Oh, wie geil ist das denn? Ist ein Stern und eine Blume. How? Perspektive ist wild. Der schläft. Das ist ja, glaube ich, auch... Oh Gott. Das ist, glaube ich, das Squad auch aus Bowser's Fury. Die sich einfach hinlegt und auch schläft. Huch. Er spawnt einfach direkt einen Pilz. Huch. Und die Woman spawnt direkt einen Resub. Dankeschön. Auch schon 29 Monate, Mann. Was ist da los? Kann ich irgendwas damit machen? I can touch things. I can molest Toadette. Nice. Ja, Nintendo so Geld bezahlen natürlich. Was dachtest du denn? Ja, ich meine, wieso ist es keine Definitive Edition wie alles auf der Switch? Ich bin enttäuscht. Nintendo? Ich bin enttäuscht. Das ist schon, also ich meine, alles auf der Switch ist definitive. Was soll das? Ja. Muss meine Haare noch aus dem Weg knoten. Dann gucken wir mal, was das Büchlein hier zu bieten hat. Auf der Spur der Sterne. Aufbruch am Rupfpass. Das klingt aggressiv. Na dann mal los. Auf geht's. Captain Toad macht auch einfach so Marge Simpson-Geräusche, ne? Wow. Kamera ist sehr fluide. Aha. Jetzt ist aber doch ein bisschen laut, glaube ich. Warte mal. Dieses Spiel ist wild und adventurous. So. Boop.
Die Musik geht voll ab, ey. Insane. Aber er macht wirklich March-Geräusche. Jetzt mal ohne Witz. Das sind March-Simpson-Geräusche. Noch ist es einfach. Kann ich das hier kaputt machen? Nein. Schade. Aber vielleicht kann ich den Shy Guy damit töten. Wenn ich getroffen hätte? Huch. Vielleicht. Okay, Captain Toad kann runterfallen. Er kann nicht springen, aber er kann runterfallen. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Ach, der spawnt den dritten. Okay, der hat ihn einfach schon gefunden und sich gedacht, hier, Captain. Easy. Oh, das geht voll schwer. Ist auch golden. Aber es war nur ein Pilz drin. Okay. Warte, kann ich auch Leitern benutzen? Tatsächlich. Dann holen wir uns alle Münzen. So. Oh. Das ist ein Smash-Power-Up. Hilfe. Ich war kurz King Dedede. Ich glaube, das war sehr laut. Ja, ohne Witz, die Kostümsets finde ich leider auch ein bisschen überteuert, muss ich gestehen. Ich habe mir, glaube ich, auch noch nie eins gekauft. Auch wenn mich manche davon gereizt hätten. Ging? Okay, jetzt haben wir nur leider das hier nicht kaputt gemacht. Ich hoffe, das rächt sich gleich nicht. Ich werde auch wahrscheinlich gleich in den Tod fallen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein bisschen unanständig aussah, aber das sah ein bisschen unanständig aus. I mean. Der kleine Captain Toad. Na gut, ich hoffe, hier war nichts Wichtiges drunter. Aber wir haben alle drei Edelsteine. Das sollte, glaube ich, alles sein, was zählt. Ich kann es echt verstehen, wenn man es macht. Aber nein. Familienfreundlich? Ja, vielleicht muss ich den Stream gleich auf 18 plus stellen. Ist vielleicht doch nicht das perfekte Osterspiel. Und es gibt auch immer noch extra Objectives. Okay. In dem Fall den Goldpilz einsammeln, was wir zum Glück getan haben. Und jetzt können wir mit Pixel Toad Verstecken spielen. Berühre zum Spielen das Pixel Toad Symbol oder drücke ZR. Aha. Ich schätze, das machen wir jetzt einfach mal. Mache sein Versteck ausfindig und berühre ihn. Ja, ja, familienfreundlich. Pixel Toad hält sich in diesem Level versteckt. Kannst du ihn aufspüren? Ist das gerade ein Spoiler? Das ist ja da, wo der Goldpilz war. Spoiler-Match? Okay, wenn E-Münzen nicht gespeichert werden, können wir einfach durchrennen. Das hat sich jetzt ein bisschen spoilermäßig angefühlt hier. Ich will ja nichts sagen. Aber so ein bisschen. Echt so viel? Gab es so viele Kostüme? Wow. Sieh! Da ist er. Easy. Gefunden! Guck mal, es ist wirklich... wie beim Ostereier suchen. Ich bereite uns schon mal auf morgen vor. Wer von euch sucht morgen Ostereier? Ich nicht, wahrscheinlich. Ich mache das mit 200er IQ. Ich warte, bis Dienstag die ganze Osterschokolade reduziert ist, weil sie dann keiner mehr haben will. Und dann gibt's Osterhaul. So. Hey, Gra! Chaos im Gookie-Wumps-Tempel. Okay, los geht's. Irgendwie, wenn man so ein bisschen in ein Alter kommt,
denkt man sich so, okay, ich könnte vorher Geld ausgeben oder ich kaufe mir die ganzen Milka-Hasen einfach 3 Tage nach Ostern, dann sind die noch genauso lecker, kosten aber nur noch ein Drittel so viel. Slangway, dankeschön für dein Follow. Noch jemand mit Big Brain Energy. Huch. Oh nein, Toad treibt ab. Nicht doch. Komm ich wieder raus? Kann ich eigentlich ranzoomen? Nee, okay. Captain Toad kann nicht klettern. Hilfe. Wir werden ertrinken. Komm halt nicht mehr raus. Hilfe. Ach, da ist eine Treppe. Ja, das habe ich nicht gesehen. Oh nein! Der versteckt sich dann. Das ist ja putzig. Okay. Wildhuch. Es fühlt sich aber, also ihn zu steuern, fühlt sich ein bisschen besoffen an, bin ich ganz ehrlich. Er steuert sich ein bisschen wie ein betrunkenes Häschen. Durch die schiefe Kameraperspektive fühlt er sich ein bisschen wonky an. Okay, weiter geht's. Ich meine, Mario ist ja generell auch ein bisschen familienfreundlich fragwürdig, weil, ne? Er isst Pilze. Und dann wird er super stark. Ich meine, da kann man sich schon mal fragen. Aber naja, mit Mario ist ja jetzt vorbei. Es ist ja der 3. April an diesem schönen Tag. Da ist vorbei mit Mario, ne? Das sieht echt lustig aus. Ich glaube, es ist auch sehr lustig. Wenn man so ein bisschen Rätselspiele mag, ist Captain Toad, glaube ich, ziemlich nice. Und ich glaube, ich war ein bisschen voreilig. Hier oben. Au! Oh, jetzt bin ich ganz klein. Och, wie süß. Aber leider auch ein bisschen gefährlich. Also da ist das Ziel hier. Ach, Adventure-Items gab es auch noch. Siehst du, weiß ich schon gar nicht mehr. Ich finde, dass Tales of Arise endlich mal rauskommen könnte. Ich wäre bereit. Die Frage ist, wo ist der 3. Edelstein? Und schaffe ich es lebend darüber? Mist. Okay, Da sind Münzen im Wasser. Vielleicht hätte ich alle Münzen einsammeln müssen. Hallo, Kiri. Einfach Baby-Toad. Huch, Hoktator, hi, na? Ja, ich fasse das mal an. Wir müssen ja eh eine Bonusaufgabe noch machen. Müssen wir eh noch mal rein. Hattet ihr denn alle einen besinnlichen Karfreitag, an dem ihr Fisch gegessen habt und nicht getanzt habt? Stimmt, der könnte unter Wasser sein, ne? Brücke nicht zerstört. Ha. Okay. Ein kleiner Tipp für findige Abenteurer. Tippe Objekte an, um sie zu manipulieren und Gegner zu behindern. Oh, ich kann die behindern? Nice. Ja, an Karfreitag soll man doch Fisch essen, oder nicht? Nicht, dass ich religiös wäre, aber... Ist das nicht so ein ungeschriebenes Gesetz? Fischcheck, nicht tanzen, auch check. Sehr gut. Les! Wir haben keinen Fisch gegessen. Aber ich habe nicht getanzt. Immerhin. Brücke nicht zerstören, okay. Okay, okay. Ach, der ist runtergefallen. Nee, warte, das ist der, den ich eingesammelt habe. Könnte aber wirklich im Wasser sein. Vielleicht hier ganz hinten, aber ich habe Angst, dass ich aus der Welt falle. Scharf in 720p. Sehr gut. Also so scharf es halt auf Twitch geht, ne? Alter. Das hat aber ganz schön gescheppert. Ich spring einfach mal hier rein.
Er kann ja schwimmen. Er kann nicht springen, aber er kann schwimmen. Ich weiß nicht, wie konsequent ich das finden soll. Aber naja, wenn der Rucksack halt schwer ist. Warte mal, hier vielleicht? Ja. Ich dachte, ich könnte hier durchtauchen und dann wäre er da. Das ist jetzt sehr bedauerlich, dass wir schon im zweiten Level den mittleren Edelstein nicht finden. Aber vielleicht ist er irgendwo hier drin. In diesem Maze. Oh, ich werde... Ah, ich treibe. Moment. Kann ich die theoretisch auch so behindern? Kann ich sogar. Das fühlt sich ein bisschen wie Cheaten an, aber wenn es geht, warum nicht, ne? Les hat brav Fisch gegessen? Sehr gut. Ich bin nicht religiös, ich muss keinen Fisch essen. Ich kann einfach essen, was ich will. Ist das fantabulös? Bin ich eigentlich noch klein? Ich war groß. Okay, das heißt, man wird wieder groß am Anfang des Levels. Das ist schon mal ganz gut zu wissen. Wow. Oh oh. Ich habe voll Angst, dass ich ihn aus Versehen zerquetsche. Ja, was haben wir denn hier? Tada! Aber war halt umsonst. Ja dann. Gratis Essen ist eh bestes Essen. So. Dann müssen wir jetzt nur noch oben durchkommen und dann haben wir das. Dann müssen wir nur noch Pixeltor finden. Ich frage mich, ob wir mit dem Cash am Ende auch irgendwas machen können, außer vielleicht Leben kriegen. Ich meine, es ist essentiell ein Spiel aus dem Mario-Universum, das heißt 100 Münzen geben wahrscheinlich immer noch ein Leben. Hätte ich mal drauf achten können, aber wir haben mit 2 Leben angefangen, also könnte das schon hinkommen. Ich mag Fisch auch. Nicht jeden Fisch, aber so ab und zu. Ja. Wawa! Wir haben zwar Toadette nicht gefunden, aber dafür können wir sie dann, wenn wir sie irgendwann wiederfinden, mit all den Sternen und all den Edelsteinen beeindrucken. It's something. Ich frage mich aber, wieso Toads dieses Geräusch machen, dieses Wawa-Geräusch. Ich meine, Pilze machen doch nicht solche Geräusche. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob das Spiel mir einen Tipp gegeben hat. Hot damn. Wenn ihr ein Pixeltoad wärt, wärt ihr an der abgebrochenen Brücke, oder? Nein? Schade. Schade. Irgendwo, wo man nicht so direkt hinguckt. Vielleicht auch hier so an der Wand. Wo der Aufzug ist. Weil im Wasser wäre ein bisschen mies. Im Wasser siehst du den ja im Leben nicht. Sag, Pixeltoad, wo bist du? Ah, vielleicht hier hinten in dem Geheimraum. Nicht? Er ist keiner von denen, er ist kein Imposter-Toad. Ich muss das ausprobieren. Aber er ist kein Imposter-Toad. Du hast ihn gesehen? Okay. Ah, da! Haha! Das war aber ein gutes Versteck. Das ist erst Level 2, ne? Von, ich glaube, 70 Leveln oder so? Ich weiß es gar nicht. Also auch so mit DLC und so sind es, glaube ich, insgesamt 70 Level. Voll gut. Level 3. Tückische Tippsteine. Okay, da trinke ich erstmal was. Das wird wild. Wie die Seite, die neu ist, immer leuchtet. Versüßt.
Dann tippen wir mal Steinchen. Captain Toad muss auch alles angrabbeln. Das ist auch so ein Grabby Hands, Mann. Oh Gott, ich werd einfach sterben. Ich werde einfach runterfallen und sterben. Okay, eine verschlossene Tür. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Kann ich das hier auch bewegen? Nein. Oh boy. So, schnappen wir uns erstmal den hier. Das sind halt so kleine Diorama-Level, ne? Aber ich finde, sie sind... Also sie kommen mir ein bisschen größer vor wie in den Captain Toad-Leveln in 3D World. Wahrscheinlich hinten raus auch nochmal ein bisschen mehr dann. Kann aber auch täuschen. Ups. Ach, da ist der Schlüssel. Okay. Dann gehen wir erstmal da zur Tür. Well. Ihn einfach reingerammt hat. Okay, das war der dritte. Das heißt, der zweite ist wahrscheinlich irgendwo hier. Das ist aber voll angenehm. Ich kann jetzt endlich mal Sachen zeigen. Monan hat mich komplett in seinem Bann. Kann ich sehr gut verstehen. Alles gut. Ich will auch richtig hart reinsuchten, aber meine Hand hat nicht so Bock, leider. Aber so kommen wir schon dazu, ein bisschen Captain Toad zu spielen. Insofern bin ich gar nicht so böse drum. Ja, also du musst schon auch wirklich mit der Kamera gucken, was du machen kannst und wo du hin kannst und Sachen ausprobieren, glaube ich, auch sehr viel. Oh Gott, jetzt komme ich nämlich nicht mehr raus. So. Und viel hin und her und ausprobieren und so. Aber ich glaube, das ist ziemlich cool. Es wird uns hinten raus irgendwann wahrscheinlich auch mal triggern. Aber bisher finde ich es sehr angenehm. Wobei ich mir vorstellen könnte, im Handheld-Modus, wenn du tatsächlich auf den Touchscreen tippst, ist es noch ein bisschen immersiver als mit dem Pointer. Aber ja. Ja, bei dem Pixel-Toad und nur dreimal. Das klappt aber auch nur, wenn du nur ins Ziel rennen musst. Okay, versuchen wir es. Mit dem Pixel-Toad musst du halt echt ganz genau hingucken und überall in jede Ritze gucken und gerade in so einem Level, wo du Sachen halt auch verschieben kannst, musst du halt ganz genau hingucken. Okay, wir müssen das einmal nach drüben verschieben. Kann ich ein Level auch neu starten, wenn ich verkacke? Gibt es ein Pausemenü? Okay. Nee, das ist nämlich schon falsch, weil ich komme so nicht... Doch, ich komme rüber. Zwei. Drei. Zählt das? Ich durfte ja dreimal, ne? Nur nicht mehr als dreimal. Ha! Ich glaube, diese Extra-Aufgaben werden hinten raus auch echt eklig. Also ich sag schon mal vorsichtshalber, ich glaube, das wird kein 100% Let's Play, aber... Also, Let's Play vor allem. Aber ihr wisst. Playthrough. Also wenn ich Captain Toads Pixel irgendwo verstecken müsste, wäre er... Oh, nicht hinter der Tür, sondern da. Das war einfach. Ich hätte gedacht, hinter der Tür, dass man den Schlüssel nochmal holen muss. Aber da waren sie gnädig. Da waren sie echt gnädig. Oh, Steinpilzplateau. Steinpilze sind voll lecker. Habt ihr schon mal Steinpilze gegessen? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht das Spiel, bei dem man über das Essen von Pilzen sprechen sollte. Um Captain Toads Gefühle nicht zu verletzen. Aber Steinpilze sind echt lecker. Let's Stream-Projekte würde ich fühlen. Well. Ja, Streams sind ja halt eigentlich keine Let's Plays, ne? Also, au, was zum Teufel? Was bist du denn für Kamikaze-Bomber? Weil dann dürfte ich ja eigentlich nicht mit dem Chat reden und so, weil dann
in Let's Plays führst du ja Selbstgespräche. Das ist ja eigentlich, wie sich Streams von Let's Plays unterscheiden. In Streams redest du mit Menschen und in Let's Plays redest du mit dir selbst. Verdammt. Hey Domi, na? Alles gut bei dir? Ich hoffe, du hast dich ein bisschen erholen können. Trotz Feiertag. Gegner können also auch Edelsteine droppen. Das ist eine relativ wichtige Info. Den Umständen entsprechen. Ja, das ist doch aber schon mal was. Blub. Kann mich wahrscheinlich nicht darüber fallen lassen. Also cheaten wir nicht, sondern machen das hier den Weg, den es gedacht ist. Das ist auch sogar schon der letzte. Hier rein. Ich habe ein bisschen Angst. Ach, da wäre eine Leiter gewesen. Okay. Ach, ich muss sogar da hoch. Sehe ich gerade. Wait. Ich habe Fragen. Dieser Stein? Hä? Die Perspektive verwirrt mein Gehirn gerade. Hä? Moment mal. Gibt's den Weg? Ich muss doch eigentlich einfach da. Ah, da ist noch eine Rückseite dazu. Okay, wie komme ich da hin? So. Mist. So habe ich mich kurz smart gefühlt. Warte mal. Da ist ja eine Münze. Muss, glaube ich, von der Seite da dran. Kann das sein? Okay, ich habe es, glaube ich, verstanden. Ist nur die Frage, wie ich da hochkomme. Zu viel denken lässt mein Kopf qualmen. Ach, ab und zu? Ich meine, wie als wir Kato gespielt haben. Man darf es nicht übertreiben. Aber ab und zu ist es ganz, ganz nice eigentlich. So, bisschen cheaten muss sein. So. Warte, wie habe ich es gerade gemacht? Doch, so passt. Und dann hier rein. Runter. So, das war eine wilde Geburt. Huch. Hallo Raider! Hey Mobs, na? Erstmal ein Raid-Hype für euch. Ja, Captain Mari auf großer Fahrt. Was gab's bei euch Schönes? Habt ihr auch schon Ostereier suchen geübt für morgen? Ja. Okay, habe verstanden, aber erst will ich noch diesen Vogel töten. Das klappt so aber nicht. Okay, ich lasse es, bevor wir sterben. Lass ich es einfach. Ich bin einfach brav. So. Uff. Das sagt mir gar nichts. Worum geht's in dem Spiel? Es klingt skelettisch. Aber es ist ja schon rar genug, im Moment jemanden zu finden, der nicht Monster Hunter oder Binding of Isaac streamt. Und ich kann's voll verstehen. Ich würde auch beides am liebsten zu Tode suchten. Alter, Repentance ist so geil. Da hat sich Edmund mit Team aber nochmal richtig reingehängt. Ist ein Gebiet bei Witcher 3. Okay, und schon höre ich nicht mehr zu. Nee, Spaß.
Aber bitte lasst uns nicht wieder anfangen, über Witcher zu reden. Irgendwann wird's passieren. Aber ihr kennt die goldene Regel. Alle Gegner besiegen. Okay, ich versuch's mal. The Witcher. Aber die zweite Staffel von der Witcher-Serie wurde abgedreht. Gestern. Einfach an Ostern. Richtig wild. So, aber wie töte ich den denn? Hier ist doch nichts zum Werfen, oder? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe 6 Sachen idealerweise zum Werfen und 4 Gegner. Das könnte unangenehm werden. Okay, da unten ist noch eins, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ach, einfach links abbiegen. Okay, warte mal. Ja, das ist doch nice. Assassin's Creed Valhalla ist schon auch nice. Okay, schade. Du warst keine Waffe. Hatte ich schon Hoffnung? Wahrscheinlich ist es auch noch so richtig mies, dass es nur 4 Rüben? Das sind Rüben, oder? Ich passe damit nicht durch? Oh nein. Oh Gott. Ja, okay, dann einmal. Da muss jeder Treffer sitzen, glaube ich. Ey, Monster Hunter, man hasst es oder man liebt es. Es gibt, glaube ich, wirklich no in between. Entweder du liebst Monster Hunter oder du verstehst überhaupt nicht, wieso alle so mega hype sind auf Monster Hunter. Ich glaube, es gibt da wirklich keine Zwischenstufe. Und ich hab Seiten gewechselt. Ich war früher voll Monster Hunter und mittlerweile bin ich so, ja, Monster Hunter. Was ist das für ein Geräusch? Ach, der Blumentopf. Der Blumentopf, der automatisch die Pflanze gießt. Alter, mein Herz. Das ist wild. Das habe ich noch nie passieren sehen. Kay hat so einen fancy Blumentopf gekauft. Der offensichtlich automatisch, random, gerade jetzt im Stream die Blume gegossen hat. Wild. Alter. Ich hatte vergessen, dass der da steht. Ja, jetzt habe ich aber, glaube ich, ein Problem. Weil ich komme mit der Rübe nicht darüber. Ich kann mit der Rübe auch nicht klettern. Also muss ich jetzt hoffen, dass hier noch Rüben drin sind. Oh boy. So, komm her. Okay, nice. Objective erfüllt. Das ist schon irgendwie cool. Es ist entspannender, als es, glaube ich, aussieht bisher. Aber uff, der Blue. Hat man den gehört im Stream? Plötzlich macht es hinter mir so Geräusch. Nicht so, what the fuck, hat Rumpel jetzt die Bohrmaschine rausgeholt? Nein. Es war einfach nur der Blumentopf. Guten Hunger, Mobs. Dankeschön, gönn dir. Wenn ich der Pixeltod wäre, wäre ich entweder irgendwo hier drunter oder in irgendeinem Loch. So in einem dieser Löcher hier. Na, auf den ersten Blick sehe ich nichts. Ich leide übrigens schon wieder richtig schlimm. Weil wer von euch auch Allergiker ist, hat es bestimmt schon mitbekommen. Pollenflugsaison ist aber richtig am Losgehen gerade. Und das geht bei mir lustigerweise die letzten Jahre vor allen Dingen auf den Hals. Ich wache wieder jeden Morgen. Ah, da ist er ja. Mit Halsschmerzen auf. Und daher kommt auch dieses Kratzen die ganze Zeit im Hals. Es ist einfach der Heuschnupfen. Richtig unangenehm. So, warum? Können sich Blumen und Bäume nicht bitte einfach anders fortpflanzen?